fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, wenn eine Flosse aus dem Wasser ragt, ist meistens erstmal Panik angesagt, denn die meisten denken zuallererst an, genau, den Hai, vielleicht sogar an den weißen Hai. Wassersport ist hier in Australien super angesagt, aber scheinbar auch nicht ganz ungefährlich, denn es passieren immer wieder Unfälle. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal von dem Film Der weiße Hai gehört, wo er als regelrechte Bestie dargestellt wird. Aber ob Haie wirklich so fies und gemein sind, das will ich heute mal herausfinden und dazu darf ich natürlich nicht vor Ihnen flüchten, sondern muss mich Ihnen annähern. Denn ich erlebe heute ein ganz besonderes Abenteuer. Tauchen mit dem weißen Hai, dem größten und gefährlichsten Raubfisch. Ich hab Angst. Doch bevor ich mich ins Wasser wage, will ich erstmal etwas über Haie erfahren. Deshalb bin ich in den Süden von Australien nach Melbourne gereist, ins Melbourne Aquarium. Hier treffe ich gleich Diane, die kann uns alles über Haie erzählen, was wir wissen müssen. Ich suche sie mal und für euch gibt's die ersten tollen Infos. Die Haie, die heute durch die Meere schwimmen, tauchten gleichzeitig mit den Dinosauriern auf. Die starben allerdings vor etwa 66 Millionen Jahren aus. Die Haie nicht. Sie schwimmen immer noch durch unsere Meere. In einer ungeheuren Vielfalt. Weltweit gibt es über 500 verschiedene Arten. Der größte ist der Walhai. Er wird bis zu 14 Meter lang und 12 Tonnen, also 12.000 Kilogramm schwer. Haie gehören zu den Knorpelfischen. So heißen sie, weil ihr Skelett aus Knorpelgewebe besteht. Und das ist sehr biegsam und elastisch. Die meisten anderen Fische sind sogenannte Knochenfische und haben Gräten. Haie nicht. Das ist die Haut eines Hais. Sie fühlt sich sehr rau an, wie Sandpapier. Das liegt an den vielen schuppenartigen Zähnchen, die die Haihaut bedecken. Die Schuppen werden in der Außenhaut gebildet, durchstoßen sie und ragen nach außen. Sie sind sehr hart und mit Zahnschmelz überzogen, so wie unsere Zähne. Die Haihaut hat viele Vorteile. Durch die Schuppen ist sie so fest, dass sie ein Außenskelett bildet, das den Körper in Form hält. Und das Wasser strömt leichter an den Schuppen entlang. Deshalb brauchen Haie beim Schwimmen weniger Kraft. Auch das Gebiss ist genial. Die Zähne wachsen ein Leben lang nach. Wow, Diane, das ist ja cool. Das ist eine richtige eigene kleine Welt. Mit ganz vielen tollen Fischen. Wie viele Fische sind denn hier drin? Eigentlich 3.500 Fische. 3.500? Boah, okay, die sind hier alle unterwegs. Hier sehe ich gerade schon einen Hai. Was könnte das sein? Sie heißt Grey Reef Haifisch. Grauer Riffhai. Ja. Boah, der sieht... Ein Grey Nurse oder Sandtiger. Sandtigerhai, der sieht etwas gruselig aus. Hat sehr, sehr scharfe Zähne. Ja, die hat er, sagt Diane. Aber Angst muss ich nicht haben, auch nicht im Meer, denn Sandtigerhaie machen keine Jagd auf Menschen. Das ist ein Schwarzspitzenriffhai. Ich erkenne ihn sofort an den schwarzen Spitzen an der Rücken- und Schwanzflosse. Da sie nicht selber Wasser durch die Kiemen pumpen können, müssen sie immer in Bewegung bleiben, um nicht zu ersticken. Cool finde ich, dass sie Freundschaften schließen und in Gruppen leben und jagen. Hier schwimmt ein Weißspitzenriffhai. Ihr seht, warum er so heißt, oder? Genau, wegen der weißen Rücken- und Schwanzflossenspitze. Diese Haie sind ganz schön gerissen. Sie jagen anderen Räubern gerne mal die Beute ab.
Weißspitzenriffhaie können wie auch dieser Armenhai Wasser durch die Kiemen pumpen. Sie atmen also selber und können deshalb stundenlang bewegungslos auf dem Grund liegen und auf Beute warten. Wenn man im Wasser lebt, braucht man ja ganz besondere Sinne. Oft ist es ganz dunkel, das Wasser ist trüb. Dass Haie sehr gut riechen können, das weiß ich schon. Können sie denn auch gut sehen? Ja, sehr gut sehen, ja. Und ganz weit weg. Aber das reicht wahrscheinlich unter Wasser nicht, oder? Die haben noch andere Sinne. Ja. Was ist das denn? Das heißt Lateral Line. Das Seitenlinien? Ja, Seitenlinien, ja. Sie finden sich im Wasser zurecht und die können fühlen, ob ein Stein oder ein anderer Fisch ins Wasser ist. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also, wenn dieser kleine Fisch hier rumschwimmen würde, dann würde ich davon überhaupt nichts spüren. Der Hai aber schon. Dieser Fisch verdrängt beim Schwimmen Wasser. Und dadurch entstehen ganz, ganz schwache Wellen. Und die kann der Hai mit seinem Seitenlinienorgan spüren. Ihr kennt es vielleicht aus dem Schwimmbad, wenn direkt neben euch jemand ins Wasser springt. Also abgesehen davon, dass ich natürlich ganz viele Wasserspritzer abbekommen habe, habe ich auch richtig gut die Wellen spüren können. Ich spüre das nur bei so einem großen Körper, aber der Hai eben auch schon bei so einem kleinen Fisch. Ein Hai hat neben dem Seitenlinienorgan noch einen besonderen Sinn, die lorenzinischen Ampullen. Das sind die vielen kleinen Vertiefungen am Kopf. Mit ihnen kann der Hai elektrische Felder, also Strom, wahrnehmen. Alle Lebewesen haben Strom in ihrem Körper, wir Menschen also auch. Der wird ausgelöst von unserem Herzschlag, von unserem Gehirn oder von Muskelanspannungen. Und das kann der Hai mit diesen Punkten da, den lorenzinischen Ampullen, spüren. Unter Wasser hat der Hai nicht immer eine klare Sicht. Dann kann er seine Beute oder Hindernisse nicht sehen. Und mit einem normalen Ohr kann man unter Wasser nicht gut hören. Damit er schnell seine Beute orten kann, braucht der Hai diese besonderen Sinnesorgane. Wow, was ist das denn für ein Hai jetzt? Der sieht noch mal ganz anders aus. That's a Port Jackson Shark. Ein Port Jackson Hai. Und was hast du mir hier gegeben? Was ist das? Das ist ein Ei. Nach dem Legen dreht es das Weibchen so unter den Felsen. Und nach 4 bis 5 Monaten schlüpft der Hai hier raus. Oh wow, das ist ja spannend. Und warum bohren die das unter Steine, damit andere das nicht mitnehmen können? Genau, und damit es nicht weggespült wird. So kann der Embryo gefahrlos wachsen. Da ist also der Embryo dann drin? Genau. Immer nur einer? Ja, nur einer. Also die Mama legt ein Ei, muss die sich dann noch um das Ei kümmern? Nein, nachdem sie das Ei gelegt hat, schwimmt sie weiter. Und dann ist das Baby ohne Mama, es muss komplett allein zurechtkommen. Ja, er schwimmt heraus und macht alles allein. Und was ist das hier für ein Ei? Auch von einem Hai wahrscheinlich. Das ist von einem braun gebänderten Bambushai. Dieser Hai ist schmal und eher klein. Er wird höchstens einen Meter lang. Der Embryo entwickelt sich hier und schlüpft dann hier hinten raus. Immer hier hinten. Und das liegt dann am Boden oder wo ist es? Ja, auf dem Grund oder in der Nähe von Felsen. Hier können wir jetzt leider nicht so viel erkennen, aber Diana hat es mal aufgenommen, was in so einem Ei passiert. Und das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr vorne den kleinen Hai-Embryo. Das Runde ist der Dotter, von dem er sich ernährt. Kurz vor dem Schlüpfen ist er dann zu einem richtigen kleinen Hai herangewachsen. Es gibt Fisch! Ja, jetzt gibt's was zu futtern für die Haie, aber nicht für alle. Für wen gibt's denn jetzt was? Jetzt gibt's für Bowie. Sie ist ein Shark Ray. Eine Mischung zwischen Hai und Rochen? Ja, genau. Genauer gesagt, Bowie ist ein Geigenrochen. Sie hat dieselben Vorfahren wie die Haie. Das kann man noch an ihrer Rückenflosse erkennen. Ich darf leider nicht füttern, weil Bowie ist ein sehr wilder Esser. Und es geht gar nicht so sehr um meine Sicherheit, sondern um die Sicherheit von Bowie. Die kommt dann hier immer so hoch und da könnte sie sich verletzen. Und deswegen macht es lieber jemand, der sich sehr, sehr gut damit auskennt, Diane. Einmal am Tag gibt es Fisch.
Bowie weiß, dass es jetzt was zum Futtern gibt und wartet schon ungeduldig. Wow! Okay, ich verstehe, das muss man können. Aber nicht nur Bowie hat Hunger. Nachdem sie sich den zweiten Fisch geschnappt hat, kommt ein Leopardenhai angeschossen und holt sich den nächsten. Bowie sieht zwar wegen ihrer Rückenflosse gefährlich aus, sie ist aber völlig harmlos. Jedenfalls für uns Menschen, so wie viele andere Haiarten auch. Den schlechtesten Ruf von allen Haien hat er, der weiße Hai. Er gilt als blutrünstiges Monster und brutale Fressmaschine. So wird er jedenfalls in vielen Filmen und Geschichten dargestellt. Zugegeben, der weiße Hai ist der gefährlichste von allen. Er ist der größte Raubfisch in unseren Meeren. Weil er eine begehrte Trophäe war, wurde er so stark gejagt, dass er fast ausgerottet ist. Deshalb sind weiße Haie seit 1997 geschützt. Trotzdem werden immer noch viele Tiere getötet, obwohl es verboten ist. Seht ihr ihn? Nicht so richtig, stimmt's? Der weiße Hai ist gut getarnt. Wer von oben aufs Wasser guckt, erkennt ihn dank seiner Graufärbung nicht so leicht. Wer im Wasser von unten nach oben sieht, hat nur eine helle Fläche vor sich. Nicht gesehen zu werden, macht für den weißen Hai Sinn. Als Jäger, damit er von seiner Beute nicht so schnell entdeckt wird. Aber auch als Gejagter. Denn ausgewachsene weiße Haie erbeuten auch Jungtiere ihrer eigenen Art. Sie sind Kannibalen. So werden Lebewesen genannt, die ihre Artgenossen fressen. Weiße Haie bringen ihre Jungen übrigens lebend zur Welt. Ich bin von Melbourne nach Port Lincoln gefahren, denn jetzt wartet das große Abenteuer auf mich. Tauchen mit dem weißen Hai. Hier treffe ich Rolf, ein Deutscher, der seit über 30 Jahren in Australien lebt. Hallo Rolf. Gut zu sehen. Er hat ein Tauchunternehmen gegründet, damit Menschen den weißen Hai besser kennenlernen können. Es ist früh am Morgen. Die Sonne geht gerade erst auf. Wir haben jetzt eine 3-stündige Fahrt vor uns. So lange dauert es, bis wir dort angekommen sind, wo es weiße Haie gibt. Volle Fahrt voraus. In einer kleinen Bucht machen wir einen Zwischenstopp. Ich nutze die Zeit, um mich bei Rolf schon mal vorsichtig zu erkundigen, wie gefährlich der weiße Hai für uns Menschen ist. Okay, Rolf. Schafft, ja? Ja, kein Problem. Erzähl mal, die meisten Menschen haben ja Angst vom weißen Hai. Zugegeben, ich auch. Ja. Ist das begründet? Ja, das ist begründet, wenn du im Wasser bist. Du bist ja im Wasser, wo die wohnen. Mhm. So, wir gehen da rein, so, wir müssen vorsichtig sein. Aber würde der Hai denn den Menschen einfach so angreifen? Ja, na, der wird den angreifen, weil der Hai denkt, es ist ein Fisch. Und der weiß das nicht, wenn er den hat, dann spuckt er den später wieder raus. Okay, Rolf, also ich soll jetzt wirklich mit dem weißen Hai schwimmen. Ja. Gehe ich da einfach so ins Wasser oder wie läuft das ab? Nein, du gehst nicht im Wasser. Du gehst im Wasser, aber im Käfig. Kannst du mir mal den super sicheren Käfig zeigen, in den ich dann nachher rein muss? Ja, werde ich machen. Gut. Das ist also der Käfig, in den ich dann nachher rein muss? Ja, da musst du nachher reingehen. Und ist ganz sicher, die Sicherheit ist ja fantastisch. Da hast du brauchst keine Angst haben, dass der Hai reinkommt hier. Ja, aber hier ist doch so ja, ein Riesenloch. Ja, aber der Kopf von dem Hai ist ja so groß. Der kann für seine Schnauze vielleicht reinkriegen ein bisschen. Ja. Aber dann gehst du bloß ein Stück zurück. Ja? Okay. Aber der kann nicht reinkommen. Nichts kann passieren. Gut, dann bin aber ich du schon musst korrekt. Nicht die Hände raushalten. Okay. Nicht die Kamera raushalten. Nichts. Da muss alles drin bleiben. Klar, weil sonst könnte zum Beispiel mein Arm zerquetschen. Ja, selbstverständlich. Ja, der denkt, das ist Futter. Okay, aber ich habe hier schon gesehen, da ist so eine kleine Delle drin. War das ja, der Hai? Ja, das ist passiert. Der Hai ist gekommen, der wollte den Futterhahn und die haben den reingezogen und der Hai konnte nicht anhalten und da ist er dagegen gekommen. Und da sind ein paar, Dellen reingekommen. Ja, reingekommen. Okay. Aber der kann da nicht durchkommen. Der ist sehr, sehr stark.
Mhm. Alles klar, aber du gehst ja mit mir rein, das beruhigt mich. Ja, das Wasser ist ein bisschen warm, so das wird schön sein. Das Wasser ist warm? Ja, sehr warm. Wie? 18 Grad. 18 Grad ist doch nicht warm. Ich denke, hier ist warm. Ich find's schweinekalt. Schaut mal, wer hier ins Wasser robbt. Das sind Seelöwen. Sie haben unser Schiff gesehen und sind neugierig, wer da gekommen ist. Seelöwen gehören zur Familie der Ohrenrobben und sind super gute Schwimmer. Es sieht aus, als würden sie tanzen, wenn sie so elegant durchs Wasser gleiten. Würde sich denn der Hai jetzt hier in dem flachen Gewässer einschnappen oder kann er die nur kriegen, wenn die weiter draußen sind? Der geht ganz rein ins flachen Wasser. Solange er schwimmen kann, der ist da drin. Das heißt, hier könnte theoretisch auch ein Weißer selbstverständlich unterwegs sein. Denn hier ist ja seine Beute unterwegs. Ja, richtig. Wenn der sich so eine Robbe schnappt, der kann die ja nicht zerkauen, oder? Der schluckt den mit seinen Zähnen, macht dann halb. Okay. Dann der schluckt er runter, dann die andere Hälfte schwimmt um. Ja. Und der kommt dann wieder zurück und dann nimmt die andere Hälfte. Aber die frisst er mit einem Mal, so eine 150-Kilo-Robbe. Ja. Boah. Wenn der weiße Hai seine Beute mit einem Biss erlegen kann, muss er ein ganz schön großes Maul haben. Oh. Ja, siehst du, das ist das Gebiss vom Hai. Ja, das denke ich mir. Und siehst du die Zähne da unten? Ja. Wenn einer verliert, dann der andere kommt wieder hoch. So hat er 5-mal die Zähne. Okay, der kann die also verlieren, das macht dann nichts, dann kommt einfach eine neue Reihe. Neuer kommt hoch. Siehst du, da sind noch 4 da unter. Aber du kannst hier sehen, siehst du, der könnte dich gleich ohne Probleme schnappen. Und das ist bloß ein kleiner. Der ist vielleicht. Das ist ein kleiner? 1000 Pfund, 1000 Pounds. 500 Kilo? Ja. Okay, das reicht mir schon. Wenn wir so einen sehen, bin ich zufrieden. Doch das dauert noch. Wir schippern weiter. Dorthin, wo die Crew weiße Haie gesichtet hat. Die Wellen werden immer krasser und das Schiff da durchzusteuern ist gar nicht so einfach. Und dann sind wir endlich da. Jetzt wird es ernst. Andrew lässt den Käfig ins Wasser. Ich hoffe nur, dass er wirklich so sicher ist, wie Rolf es gesagt hat. Durch die große Öffnung werden wir gleich in den Käfig steigen. Puh, okay, also jetzt bin ich wirklich aufgeregt, weil jetzt geht es dann langsam los. Mir ist auch ein bisschen schlecht von der See, weil es hier so viel wackelt, von der Schiffsfahrt. Aber ich denke, wenn ich dann im Wasser bin, wird es wahrscheinlich besser. Du wirst gut sehen. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch die Daumen drücken, dass auch wirklich ein Hai kommt. Ja. Darum kümmert sich Andrew. Er wirft Fischreste ins Wasser, um den weißen Hai anzulocken. Ah, da sind jetzt andere Fische dran, oder? Siehst du die hier unten? Ganz, ganz viele. Das sind Stachelmakrelen, die am Köder fressen. Aber einen weißen Hai sehe ich nicht. So, wir haben uns umgezogen, stecken jetzt in unseren Taucheranzügen. Ja, alles dran, alles gut. Angegossen, schön eng und schützt uns gegen das kalte Wasser. Ja, das müssen wir machen jetzt. Okay, Rolf. Und wir hoffen, der Hai kommt gleich dahin. Und na gut, los geht's. Warum machst du das jetzt, Rolf? Ah, die hören das unter Wasser. Da können sie hören und da denken sie, da ist was reingefallen. Da ist er. Da ist er, ja. Wow, was? Die sind gleich hochgekommen. Die Klopfgeräusche und der Fischköder haben tatsächlich einen weißen Hai angelockt. Wir machen uns fertig. Ich bekomme Blei umgeschnallt, damit ich im Wasser nicht nach oben treibe. Der weiße Hai umkreist unseren Käfig. Es ist gar nicht so einfach, mit den schweren Bleigewichten in den Käfig zu klettern. Jetzt bekomme ich noch einen Lungenautomaten, damit ich unter Wasser atmen kann. Gut, dass ich das nicht sehe. Der weiße Hai schwimmt direkt auf den Käfig zu. Ich bin damit beschäftigt, mich festzuhalten. Der Käfig schwankt ganz schön stark hin und her. Das Einzige, was ich sehe, sind Stachelmakrelen. Rolf kommt jetzt auch ins Wasser. Da, die Makrelen schwimmen weg. Haben sie sich erschreckt, weil der weiße Hai wieder Kurs auf unseren Käfig aufgenommen hat?
Doch wir können ihn nirgendwo sehen. Plötzlich tippt mich Rolf an. Er hat ihn entdeckt. Ganz entspannt schwimmt der Hai um unseren Käfig herum. Er kann ja sehr gut und wahrscheinlich sogar farbig sehen. Ich vermute, dass er den Anblick von komischen Wesen in schwarzen Taucheranzügen schon kennt. Ich würde den weißen Hai gerne noch in Action sehen, wenn er auf einmal blitzschnell wird. Als ob er meinen Wunsch erahnt hätte, schießt der Hai plötzlich auf den Köder zu. Angeschaut und hat gar nichts gemacht. Das war echt ein hammertolles Erlebnis. Ich fühle mich großartig. Aber eins brauche ich und das ist eine warme Dusche, denn mir ist saukalt und so lange gibt es für euch meinen Blog. Da könnt ihr nochmal alles sehen, was ich jetzt erlebt habe. In Australien will ich Haie sehen und treffe Diane im Melbourne Aquarium. Hier schwimmen verschiedene Haiarten durchs Becken. Der sieht etwas gruselig aus, hat sehr, sehr scharfe Zähne. Um sich unter Wasser zurechtzufinden, haben Haie das Seitenlinienorgan. Damit spüren sie, ob ein Fisch in der Nähe ist. Diane zeigt mir das Ei eines Port Jackson-Hais. Das legt das Weibchen zwischen den Felsen ab. Da ist also der Embryo dann drin. That's right. Es gibt Fisch! Für Bowie einen Geigenrochen. An der Rückenflosse sieht man, dass sie dieselben Vorfahren hat wie die Haie. Und dann breche ich mit Rolf zu einem echten Abenteuer auf. Ich will mit dem weißen Hai tauchen. Rolf zeigt mir ein Gebiss. Die Zähne sind messerscharf. Siehst du, der könnte dich gleich ohne Probleme schnappen. Damit das nicht passiert, tauchen wir in einem Käfig. Die Metallstangen kann auch ein weißer Hai nicht durchbeißen. Wie schnell der elegante Räuber auf einmal werden kann, zeigt er, als er einem Fischköder hinterherjagt. Der weiße Hai ist wieder abgedampft und auch wir machen uns bereit für den Rückweg. Noch einmal liegen 3 Stunden Fahrt vor uns, bis wir im Hafen ankommen. So, ich bin wieder einigermaßen aufgewärmt und getrocknet. Ich habe jetzt leider auf dem Rückweg keinen weißen Hai mehr gesehen. Das macht aber nichts, denn der Tag war sowieso ein riesiges Abenteuer, gespickt mit ganz viel Aufregung. Ich kann verstehen, dass viele Menschen den weißen Hai fürchten und Angst vor ihm haben. Schließlich ging es mir ja auch nicht anders, bevor ich im Käfig war. Und auch wenn er ganz friedlich an mir vorbeigeschwommen ist, ist und bleibt er nun mal ein wildes Raubtier, vor dem man großen Respekt haben sollte. Aber Leute, er ist keine Killermaschine, wie er oft dargestellt wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass er in Zukunft nicht mehr gejagt wird. Denn er gehört doch auch, wie alle anderen tollen wilden Tiere und wir Menschen, auf diese Welt. Oder was meint ihr? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Ciao. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks. Gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann.